Einen schönen guten Abend, meine lieben Saiyajin-Freunde. Und zwar, dieses Video, was heute online kommt, war bereits schon online auf meinem Kanal. Leider gab es irgendwie Probleme mit YouTube, deswegen ist das rausgekommen. Aber damit dieses Video wieder ein bisschen Support bekommt, habe ich mir gedacht, mache ich ein ziemlich geiles Gewinnspiel für euch. Und zwar könnt ihr eine Figur bei mir gewinnen oder diesmal sogar schon eine fettere Statue, würde ich sagen. Vielleicht ist nicht jeder von euch ein Dragon Ball Fan, vielleicht ist nicht jeder von euch One Piece oder Naruto Fan. Deswegen habe ich gesagt, ich packe mir Dragon Ball, One Piece und Naruto. Dann wird auf jeden Fall für jeden was dabei sein. Hier blende ich einmal diese Statuen ein, die ihr gewinnen könnt. Der Gewinner darf sich dann, wenn er ausgelost wird, eine dieser drei Statuen aussuchen. Die wird ihm dann zugeschickt oder eventuell darf er auch wieder, wie im letzten Video von mir, die Figur persönlich abholen kommen und ist herzlich bei mir zu Hause eingeladen. Was ihr tun müsst, ihr müsst meinen Kanal hier auf YouTube abonnieren, dann meine letzten 7 Videos, die ich seit diesem Video hier hochgeladen habe, plus diesem Video hier natürlich, liken und kommentieren. Per Zufall werde ich dann eines dieser Videos aussuchen und dann in den Kommentaren auslosen, wer diese Statue gewinnen wird. Werde dann auch überprüfen, ob diese Person auch den Kanal hier abonniert hat und auch die Videos geliked hat. Wenn dies alles der Fall ist, hat er die 7 Dragon Balls gefunden und die Statue gehört dir. Also viel Glück, meine Freunde, und lasst dem Video hier ein bisschen Liebe da. Da der gute Anbu bekannt ist für seine sehr langen Klo-Sessions, hat die Japan Expo ihm einen sehr guten Betrag gezahlt und hat ihn extra gebucht, damit er hier eine ganz spezielle Wurst hinlegt. Das ist amazing. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich sag mal so, es gibt hier ein, zwei Pizzerien, die kann ich empfehlen, dann kriegt das jeder hin. Eine Anime-Meile habe ich gehört, das ist eine sehr gute Pizzeria. Wenn man Pizza mit Champignons bestellt, kriegt man eine Pizza mit rohem Ei und Bolognese, ja, stimmt das? Seitdem ist alles vorbei. Was haben die dir gezahlt für dieses Prachtexemplar? Bro, über Geld spricht man nicht. Ja? Über Geld spricht man nicht. Okay, du scheißt Geld, ne? Ja. Im wahrsten Sinne des Der Junge Wort. Scheißt Geld. Dann erzähl mal jetzt was. Leute. Dieses Wochenende wird Paris unsicher gemacht. Am One aus den Xenos und der gute Momo. Und ich glaube, es wird witzig, oder? Ja, da wir auch als Romantiker bekannt sind, sind wir hier in der Stadt der Liebe richtig aufgehoben. Begleitest du mich zum Eiffelturm? Ja. Den habe ich schon dabei. Du hast schon mal. Das wird der erste Cut. Von meine Wiedergeburt als Jizz. Hier ist die gehören zu dieser Jizz-Serie. Die Jizz-Serie. Hallöchen, mein Freund. Ich bin Arsch an. Aber ein bisschen hier so. Ein bisschen ab. Hier ist durch. Familie. Ich hab nur 2 Steine, ich wollte eigentlich flattern lassen. Ich hab kein Geld, irgendwie lohnt sich nicht. Keine Fitnessstudio mehr, nur noch diesen Tisch. Mehr brauchen wir nicht mehr, ne? Trainieren wir wie die alten Spartaner. Was geht ab, meine lieben Freunde? Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Paris-Vlog, Part 1. Heute kommt Part 2 und zwar nehmen wir euch mit auf die Japan Expo. Heute im Akatsuki-Dress. Jutsu der Druckwelle ist auch mit am Start. Almighty Push. Almighty Push. Nein, Spaß, komm mal mit jetzt. Wir sind gespannt. Ich war noch nie auf dieser Messe. Ist auf jeden Fall ein ganz anderes Level, habe ich gehört, wie die deutschen Messen. Die deutschen Messen können mit sowas gar nicht mithalten. Und einer der Top 3 Messen, wenn ich mich nicht irre, weltweit. Und ich war noch nie auf so einer großen Anime-Messe. Freust dich auch. Also hast du mal erkundigt, wie viele Leute hier rumlaufen? Nee, aber auf jeden Fall viel, viel mehr wie auf deutschen Conventions. Kannst du gar nicht vergleichen. Also auf der Dokumi habe ich gelesen, auf den 3 Tagen verteilt waren 140.000 verschiedene Besucher. Ja, das ist hier, glaube ich, am ersten Tag viel, viel mehr. Ein Typ, der auf dem Rucksack TikTok stehen hat, hat safe den Rucksack voll mit Dildos gefüllt. Das sind, glaube ich, die einzigen fresh aussehenden jungen Herren hier, oder? Das sind die einzigen, die so mit Anime-Merch trotzdem wie geile Säue aussehen, ne? Steht nicht jedem, ne? Das kann nichts entstehen. Ja. Bei uns merkt man nicht mal, dass das Anime-Merch ist. Einfach Models, ne? Der selbstverliebte Boss. Der selbstverliebte Bang-Boss. Der auf Craig Rocks deine und seine
und jedermanns Ex wegboxt. Boah, was ein Sixpack, Junge. Ja. Maschallee. Also ich würde sagen, dass alleine hier diese Verkaufshalle größer ist, jetzt ohne Spaß jetzt, als alle Anime-Messen zusammen in Deutschland. Also das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Level und das ist nur eine hier von vielen Hallen. Und ihr seht, wie weit die geht, diese Halle. Also ich bin gespannt, was noch uns in den anderen Hallen alles erwartet, aber lass mal jetzt erstmal alles abchecken. Besser, wenn ich für meinen Lifestyle Zorro statt diese Resin-Schwerter so richtige Schwerter hole. Ja. Hast du den Deko mit den LEDs gesehen? John Wick Statue haben. Da, wie der durch die Tür läuft. Wir drehen jetzt hier kurz eine Podcast-Folge von hier ein paar Franzosen und die selber halt voll anime-orientiert sind und sich auch in dem Figuren-Game sehr gut auskennen. Wie ihr seht, auch mit dem Lifestyle-Trunks, den ich auch habe. Hier haben wir auf jeden Fall den Stand vom Frederik gefunden. Gucken wir mal, ob wir ihn auch dort antreffen. Hier oben ist auf jeden Fall schon mal der Gohan, den ich jetzt auch die Tage bekomme. Und hier unten haben wir einen Lifesize Goku. Ich war damals sogar am Überlegen, mir den auch zu bestellen. Ist eine geile Statue, keine Frage. Aber irgendwie bin ich jetzt mittlerweile froh, dass ich den nicht geholt habe. Weil der ist irgendwie zu oversized. Der ist auf jeden Fall viel größer wie Lifesize. Der ist schon fast das Doppelte. Allein der Dragon Ball jetzt. Guck mal, wie riesig der Dragon Ball in seiner Hand ist. Das ist ja auch schon viel zu groß. Der Kopf, der ist einfach so groß wie der Oberkörper von meinem großen Lifestyle-Skogel. Großer Punkt bekommen. Ja. Hier haben wir auf jeden Fall den Boros von Kitsune, ist noch gar nicht rausgekommen, die Statue, richtig heftig. Was ich auch richtig geil finde, guck mal von den Details hier, der Meruem, im 1-4er Scale, wie der das Schachbrett durchtritt. Richtig geil gemacht. Das ist eine französische Marke, Kitsune,
die Franzosen, die übernehmen gerade so das Anime-Resin-Game. Da kommt einfach eine neue Brand nach der anderen. Der Markt ist einfach voll. Und wie man sehen kann, arbeiten die Franzosen auch sehr gut. Also die können top mit den Asiaten mithalten. Also mittlerweile gibt es so viele Marken hier in Frankreich. Am Anfang war es ja nur Zume, aber es kommen immer mehr. Es kommt Takacorp, Kitsune, hier haben wir auch noch mehr. Einer meiner Lieblings-Anime-Charaktere von einem meiner Top-Lieblings-Animes, Hajime no Ippo, und hier mein Favorite-Character von Hajime no Ippo, Takamura. Das ist die einzige Figur, in die ich mich jetzt hier auf der ganzen Messe verliebt habe. Ich will die unbedingt haben. Was? Die ist noch gar nicht rausgekommen, die gibt's noch gar nicht. Keine von den Statuen ist bis jetzt rausgekommen. Die sind, das sind alles nur Ausstellungsstücke. Ja, die kommt ja bald raus. Steht ihr Datum oder so? Ne. Wenn ihr jetzt kaufen könnt, würdet ihr mitnehmen? Aber ich weiß, dass von der Marke, dass die am Arbeiten sind, noch eine kommt. Da haben die nur Prototyp gezeigt. Da kämpft dieser Takamura gegen diesen Hawk. Die ist, glaube ich, richtig geil, wo dieser Hawk nach hinten geht und dann gibt er dem so von oben eine. Hier, die haben einfach eine Bücherei hier aufgebaut. Hier, Kengan Ashura. Wer Kengan Ashura nicht geguckt hat, dem kann man auch nicht mehr weiterhelfen. Der wird euch auch motivieren, ins Gym zu gehen und viele andere Sachen zu tun. Baki ist auf jeden Fall auch was, was man geguckt haben muss. Wer Baki nicht geguckt hat, der sollte vielleicht auch aufhören, Animes zu gucken. Sowas gibt es nicht in Deutschland, weil die Deutschen einfach nicht den gleichen geilen Geschmack haben wie die Franzosen oder andere Länder. Hier gibt es richtige Männer in der Anime-Szene, die kaufen sich eine Baki-Box. Würde ich das verstehen, würde ich es vielleicht sogar holen jetzt. Geile Bilder. Schade, dass sie auf Französisch sind. Ich fürchte, ich hätte jetzt die Box geholt, wenn die auf Deutsch wäre. Aber in Deutschland gibt es keine Baki-Boxen. Also generell, es gibt voll wenig Mangas von Baki in Deutschland. Wenn es um Boys Love Mangas geht, dann ist Deutschland ganz vorne mit dabei. Da gibt es die krassen Collector-Boxen. Aber wenn es um Mangas geht, die euch zu richtigen Männern machen, die euch mal das Leben zeigen, da, so wie Baki hier, da ist Deutschland ganz hinten, ganz traurig. Wie man hier sehen kann, wird auch in Frankreich mehr Geld ausgegeben für Figuren und Statuen. Dementsprechend findet ihr hier auch Zume-Stände und nicht nur halt diese Stände wie in Deutschland mit den ganzen Billow-Figuren. Die haben wir ja schon in Barcelona gesehen. Hier steht sie nochmal und bald auch bei mir zu Hause. Eine richtig teure Blackbeard-Statue. Die Statue kostet über 2000 Euro. Die seht ihr hier nur auf dem Bild, aber die wurde auch schon mal vorgestellt im Zume Store Paris. Also das ist auch ein heftiges Teil. Wer Blackbeard-Fan ist, der sollte sich die eigentlich gönnen, weil eigentlich die geilste Statue von Blackbeard. In Deutschland gibt es nur auf den Messen Billow-Figuren an Billow-Flohmarktständen. Aber hier werden die Billow-Figuren mit richtig hochwertigen Ständen aufgebessert. Guck mal hier, was Banpresto sich Geiles hier einfallen lassen hat. Das wertet das alles auf jeden Fall extrem auf. Für so ganz normale Standard 30-40 Euro Figuren haben die sogar geile Kulissen gebaut. Guck mal hier auch der Naruto, die haben den extra einen Baum gebaut da.
Da der gute Anbo bekannt ist für seine sehr langen Klo-Sessions, hat die Japan Expo ihm einen sehr guten Betrag gezahlt und hat ihn extra gebucht, damit er hier eine ganz spezielle Wurst hinlegt. Das ist amazing. Wie lange hast du dafür gebraucht? Ich sag mal so, es gibt hier ein, zwei Pizzerien, die kann ich empfehlen, dann kriegt das jeder hin. Eine Anime-Meile habe ich gehört, das ist eine sehr gute Pizzeria. Wenn man Pizza mit Champignons bestellt, kriegt man eine Pizza mit rohem Ei und Bolognese, ja, stimmt das? Seitdem ist alles vorbei. Was haben die dir gezahlt für dieses Prachtexemplar? Bro, über Geld spricht man nicht. Ja? Über Geld spricht man nicht. Okay, du scheißt Geld, ne? Ja. Im wahrsten Sinne des Der Junge Wortes. Scheißt Geld. Hier werden auch die neuesten Ichiban Kujis vorgestellt, die jetzt in Japan in den Lotterien rauskommen. Zum Beispiel das Bleach-Set finde ich eigentlich ziemlich cool, so auch von der Größe her. Das Einzige, was ich verkackt finde, ist bei diesem Set Ichigos Gesicht. Aber ansonsten, die anderen Charakter finde ich eigentlich ganz gut gemacht. Also für den Preis kann man auf jeden Fall nicht meckern. Hier von Neon Genesis Evangelion, die finde ich eigentlich auch ziemlich geil gemacht, auch von der Größe her. Auch den Engel finde ich, der sieht gut aus. Was haben wir denn noch hier Schönes? Kleinere. Hier haben wir wieder ein paar größere. Hier haben wir die Ichiban Kuji von Dragon Ball von der letzten Kollektion. Auch cool. Ich finde, der Buu macht auf jeden Fall auch einiges her. Und der Cell. Also für so günstige PVC-Figuren zum Start auf jeden Fall ein guter Einstieg in die Sammelkarriere. Hier Jojo, auch sehr geil. Den finde ich richtig geil, den Charakter. Ziehst du hier? Kann man da was ziehen? Ja, du kannst hier den Münzen reinwerfen. Die gibt es ja in Japan an jeder Ecke. Die stehen sogar mitten auf der Straße rum. Kannst du drehen, dann hast du hier so kleine Schlüsselanhänger. Das sind kleine Figuren, so Schlüsselanhänger. Ein paar kleine Actionfiguren. Mit Figuren in dieser Größe habe ich gestartet, meine Dragon Ball Sammelkarriere. Man muss immer klein anfangen. Meisterwerk. Also Storytelling-mäßig kaum was das übertreffen kann. Hier haben wir auch ein paar coole Figuren. Die sind auch nicht so teuer, aber dafür ziemlich cool detailliert gemacht. Obwohl es bewegliche Actionfiguren sind. Hier der Sword, auch ganz nice für so eine günstige Figur. Guts, the Black Swordman, ne? Hast du geguckt? Ein paar Folgen. Warum? Der ein oder andere TikToker hat auf jeden Fall so eine Stahlfaust verdient. Hier haben wir auch ein paar coole Statuen. Hier von Kono Basket, von Tsubasa. Wenn man Yu-Gi-Oh! Fan ist, sehen die auf jeden Fall auch geil aus hier, diese Statuen. Ne, wenn man Yu-Gi-Oh! Fan ist, sehen auch cool aus. Auch hier die Pyramide. Gum Gum. Gum Gum Jürgen Kalaschnikow. Geile Figur. Größer als jeder Kurama, den ich zu Hause stehen habe. So was brauche ich zu Hause. Guck ihn in die Augen. Im
Na, ihr kleinen Rotzlöffel. Jetzt weiß ich, wie sich die ganzen TikToker fühlen, die versuchen, mich anzugreifen. Ihr kleinen Schmucks da unten. Ihr Fußvolk. Untermenschen seid ihr. Sehr geiler Stand, muss ich sagen. Sehr edel gemacht. Also auch schön Platz gelassen, dass man wirklich sich jede Statue von allen Seiten angucken kann. Hier voll mit Resin-Statuen. Hier findet das Budokai Tenkaichi statt. Was sagst du, Arne, wo sollen wir uns auch bewerben? Sollen wir mitmachen? Das sieht für mich aus wie ein Karnevalsverein. Wenn das Preisgeld stimmt. Aber ich so in so einem Tanga da hinten kannst du doch mitmachen, oder? Da wird der schön Long an der Seite rausgucken. Oder ein Kackstreifen. Weiter geht's. Der Anime-Messe. Ich hoffe, wir haben euch geile Sachen gezeigt. Meiner Meinung nach persönlich war das die geilste Anime-Messe, auf der ich jemals war. Also da können die deutschen Messen alle einpacken. Also ich gucke, dass ich in Zukunft auf jeden Fall es öfter schaffe, irgendwie auf internationale Messen zu kommen. Also hier Paris war schon mal der Anfang. Mein Traum ist natürlich auch mal irgendwie vielleicht in Amerika oder in Japan eine Messe abzuchecken, um zu vergleichen auch. Steigert sich das noch mehr wie dieses hier. Also hier der Messe gebe ich auf jeden Fall schon mal eine 10 von 10. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, wenn ihr mir für dieses Video einen fetten Daumen nach oben gebt. Was cool ist, in die Kommentare schreibt. Wie fandet ihr diese Messe hier? Habe ich euch coole Sachen gezeigt? Habt ihr vielleicht auch mal Lust, in Zukunft eine Messe im Ausland zu besuchen? Und bis dahin, Peace, meine Freunde, euer Xenos. Ciao.